Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, neben Päckchen auspacken, die ich zugeschickt kriege, eigentlich so Unboxings meiner Boxen, die sich im Abo befinden, alles so rund um Make-up, Pflege, woran ich Spaß habe, wo ich immer hoffe, dass ihr auch dran Spaß habt. Und wenn ihr natürlich dran Spaß habt und neu hier seid, freue ich mich auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst, und über ein Däumchen nach oben freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und heute habe ich ein Päckchen hier stehen, was ich unbedingt mit euch auspacken wollte, denn das ist von einer ganz süßen Abonnentin. Liebe Grüße, Margret. Ich freue mich riesig, dass ich das auch hier mit euch vor der Kamera auspacken darf, denn die Süße hat mir schon wirklich, das ist jetzt nicht das erste Paket, und vielleicht entdeckt ihr diese wunderschöne Deko da im Hintergrund, dieses wunderschöne Bämbelchen mit den Häschen und diese Glitzerhasen, bitte. Diese Glitzerhasen, ich hoffe, sie werden bemerkt in meinem Herzchen. Die habe ich nämlich auch von der Süßen bekommen und die hat mir schon so schöne Pakete gemacht. Und ich sage das hier nochmal, Leute, ihr müsst mir nichts zuschicken. Ich freue mich so sehr, wenn ihr mir einfach nur eine Karte schreibt oder wenn ihr einen lieben Kommentar da lasst oder irgendwas. Das ist für mich so eine Freude. Und ja, ne? Die Liebe, die Süße, hat mir einen riesen Karton geschickt. Ein Päckchen war für Ostern, das durfte ich schon erbeuten und das war auch so schön. Das waren so coole Sachen drin, die ich auch unbedingt noch testen muss mit euch. Und dann hat sie mir einfach noch ein Paket da reingelegt. Und ich habe hier noch ein Geburtstagspäckchen stehen. Und sie hat das so schön gemacht mit Happy Birthday, weil sie packt diese Päckchen auch immer so liebevoll und toll. Und hier ist so ein kleines Herzchen. Und allein da geht mir schon immer das Herz auf. Und Schatzilein, tausend Dank dafür auf jeden Fall, und egal für deine Worte, für deine Kommentare, für deine privaten Nachrichten, du bist ein riesen Schatz und ich warte ja immer noch drauf, dass Corona hier vorbei ist und wir werden auf jeden Fall Tommy noch besuchen fahren, weil der hat uns schon brav eingeladen, der wird uns so schnell nicht mehr los. Und die süße Maus, ich glaube, sie hätte wirklich am liebsten vor meiner Tür gestanden und mir Happy Birthday gesungen. Ich hätte mich ja weggeschmissen vor Lachen. Und sie weiß auch, dass sie jederzeit herzlich willkommen ist. Und ja, mein Geburtstag ist leider schon rum. Aber ich habe es einfach nicht geschafft an dem Tag alle. Weil ihr seid wahnsinnig. Leute, wirklich, ihr seid wahnsinnig. Ich habe nicht geschafft, eure ganzen Pakete auszupacken. Und danach hatte ich erstmal nochmal einen Arbeitsmarathon. Und jetzt habe ich frei und ich freue mich riesig, da jetzt auch reinzugucken, auch wenn der Geburtstag schon rum ist. Aber das macht nichts, weil ich freue mich so oder so. Und ich mache mir eigentlich auch gar nicht so viel aus meinem Geburtstag, muss ich sagen. Aber ein paar von euch haben es ja einfach rausgekriegt, wann ich Geburtstag habe. Und ich laber, weil ich so aufgeregt bin wieder. Und wir gucken da jetzt einfach rein. Ihr wundert euch jetzt gerade, warum ich etwas anders aussehe. Aber mir ist ein so riesen Missgeschick passiert, was mir so unendlich leid tut. Denn mir sind da zwei Dateien abhanden gekommen. Und das sind so wichtige Momente gewesen, nämlich mein erster Blick in diese wunderschöne Box. Ich kann diese Momente nicht wiederholen, aber ich möchte dieses Video unbedingt online stellen, weil die liebe Margret sich so viel Mühe gegeben hat. Und ich habe versucht, die Box wieder ein bisschen zusammenzubasteln, denn ich habe es erst zu spät bemerkt. Und als ich das Video schneiden wollte, waren die Dateien einfach weg. Also der PC hat die nicht übernommen und ich kann das leider nicht wiederholen, aber ich wollte euch trotzdem mal zeigen, wie die Box einfach ausgesehen hat, und habe jetzt erstmal alles nochmal halbwegs zusammengesucht, was noch fehlt. Ich bin froh, es geht dann einfach mit diesem Paket weiter, aber ja,
Die Box kam nämlich einmal so hier an, als ich die aufgemacht habe. Und ich habe mich so sehr gefreut. Denn guckt euch mal an, wie liebevoll sie das gestaltet hat. Hier waren Happy Birthday, Katrin, und so ein wunderschöner Anhänger. Mit schön, dass es dich gibt. Und den habe ich schon abgemacht und meine Deko gehängt gehabt. Deswegen wundert euch nicht. Aber ich habe ihn extra wieder dran geklebt und dann hatte ich dieses wunderschöne Glitzerpapier, weil wir zwei und Glitzer. Und das hat das Ganze abgedeckt und dann war eine Karte dabei. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, denn die ist so hübsch. Hugs and Kisses und Happy Birthday hat sie mir hier drauf geschrieben. Und dann einfach, liebe Katrin, viel Spaß beim Auspacken und dir einen super tollen Geburtstag, Margret. Und wirklich so kleine Aufkleber da drauf geklebt und wirklich dieses Paket sprüht vor Liebe, Leute. Und deswegen muss ich euch das natürlich irgendwie noch einbauen. Und in diesem Paket, ich habe jetzt nicht alles wieder reingepackt, aber sie hat ganz viele, ich habe so die Sachen reingepackt, die einfach fehlen. Mann, ich ärgere mich so. Einmal hat sie ganz viele Tütchen hier gehabt und da habe ich mich schon so gefreut, weil da waren auch überall diese kleinen Clipsies dran. Das seht ihr aber noch später. Und auch die Clipsies fand ich so schön und einfach diese Tütchen auch. Und dann ist mir als erstes sowas ins Auge gesprungen, was ich so genial gut fand. Und das kann ich euch nicht verheimlichen, Leute. Er ist schon wieder neu zusammengepackt. Mensch, Gott sei Dank habe ich den noch nicht gegessen, denn sie hat mir hier einfach einen Geburtstagskuchen eingepackt in der Dose. Da steht Happy Birthday drauf. Und Leute, da ist einfach so eine kleine Wunderkerze mit dabei. Und ich bin so fasziniert, wo sie das her hat. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich finde diese Idee, einfach einen kleinen Geburtstagskuchen in eine Dose zu machen, so genial, weil ihr habt dieses kleine, so eine kleine Wunderkerze einfach, die ihr dann in den Kuchen machen könnt und anstecken könnt. Ihr habt gleich einen Löffel quasi mit dabei und habt sogar noch Wunderkerzen extra für so ein richtiges Spektakel. Und ist der nicht genial? Den kann ich euch nicht verheimlichen und muss ja gezeigt werden. Und dann noch, ich muss ein bisschen lachen, Margret, es tut mir leid, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich habe extra nochmal denselben Pulli angezogen, auch mit ein bisschen Make-up-Flecken. Naja, denn was noch fehlt, ist definitiv eine Sache, und zwar eine Maske mit Kokoswasser und Vitamin B3 von Isana. Und das ist ja auch, da habe ich mich auch so drüber gefreut. So richtig cool, weil die soll vor Feuchtigkeitsverlust schützen und den Hautregenerationsprozess anregen. Fand ich mega cool und sie weiß, dass ich Kokosnuss mag und deswegen habe ich mich auch da richtig drüber gefreut. Und guck, ich habe sie noch nicht gemacht, immerhin eine Sache, von der ich die Finger gelassen habe. Dann mega, mega. Wo ich mich auch so drüber gefreut habe, ist nämlich einmal von Balea diese Pflegecreme mit Cookies. Und Leute, ich liebe diese Creme und das weiß die liebe Margret auch. Und ich danke dir auch dafür von ganzem Herzen. Und wirklich, Leute, ich habe die mir ja schon nachgekauft. Das habe ich euch nie gezeigt, weil ich dachte, ja, lohnt sich nicht hier. Aber ich habe noch eine weitere und ich weiß, ich habe sie von ihr schon mal bekommen und ich feiere die so, weil die duftet einfach so genial. Und ich sage immer, ich möchte einfach so riechen und das ist wirklich ein Duft. Der kommt auch schon hier raus und so genial, dass ich da noch ein bisschen mehr habe. Und ich, 30 Milliliter, Leute, das ist einfach viel zu wenig für diese tolle Creme und den Duft. Und ihr seht die auch immer bei mir in den Aufgebraucht-Videos, weil ich zwischenzeitlich einfach wieder duften will wie ein kleiner Keks. Dann eine Sache, über die ich mich auch mega, mega gefreut habe, ist nämlich hier ein Lippenpeeling von Essence, Coconut Kiss. Und Leute, das riecht so genial gut. Ich habe ja im Moment dieses von Avant noch,
Aber ich freue mich drauf, das zu benutzen und das wird bei mir nicht schlecht und ich werde das genießen und auch dafür einfach tausend Dank. Und Leute, ich habe noch eine Sache, da habe ich mich auch voll drüber gefreut und ich weiß mittlerweile, weil wir haben schon geschrieben, ne, dass sie mir unbedingt etwas zu trinken mit einpacken wollte. Und da habe ich mich auch so drüber gefreut, weil ich die auch so spannend fand. Und zwar hat sie mir hier diese Water Drops reingepackt von Focus. Und das ist ja so ein kleiner Drink. Ich zeige euch das mal. Ich habe es natürlich hier schon rausgeholt. Und zwar sind das so kleine Dinger für ins Wasser zu machen mit Limette, Baobab und Acerola. Und Leute, naja, immerhin haben wir gleich hier eine Review. Denn natürlich habe ich die schon getrunken. Und ich habe da schon zwei von getrunken, weil die super, super lecker waren. Und Schatzi hat auch probiert. Ja, und Schatzi hat auch abgekriegt. Das wirst du gleich sehen. Oder ihr werdet das sehen. Und ich bin ja eh so ein Fan von so Sachen. Ich trinke das unheimlich gern. Und eine Tablette reicht für 400 bis 600 Milliliter. Also richtig coole Sachen. Und ich kann dir nur sagen, da hast du 100% meinen Geschmack getroffen, wie du siehst. Und jetzt habe ich einfach nochmal schnell hier reingeworfen. Ich bin froh, das seht ihr aber auch später noch, dass ich mich hier immer wieder drüber gefreut habe. Nämlich, sie hat mir hier den ganzen Karton, guckt euch das mal an. Also da war ganz viel Naschi drin und hier diese kleinen Flamingos und Ananas und Wassermelonen-Dinger. Und die finde ich so schön. Und ich habe die schon wegsortiert, ne, für meine spätere Deko. Und habe sie jetzt wieder schnell reingepackt. Und auch ganz viele von diesen kleinen, sieht man das? So kleine Luftballons einfach. Und ich weiß, ich hatte einen auf dem Boden entdeckt und dachte, na, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Und da war anscheinend einer schon aus diesem Paket gefallen und sie hat extra unten auch Papier reingemacht. Aber da kam einer wohl raus. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, wo dieser Luftballon herkam, bis ich dieses Paket ausgepackt hatte und dann endlich wusste, woher sie kommen. Und dann noch eine Sache, über die ich mich, wie du siehst, auch mega gefreut habe, war nämlich, dass sie mir hier eine richtig coole Schokolade reingemacht hat, nämlich Birthday Cake. Und das ist White and Milk Chocolate. Und die ist richtig cool, weil die hat, ich kann es euch ja zeigen, also mehr ist leider nicht mehr da. Aber immerhin, es ist noch was da, ich konnte noch was retten. So sieht das Ganze nämlich aus und die hat so kleine Sprinkles drauf und die schmeckt auch echt super lecker, wie ihr seht. I'm sorry. Und die war echt so süß. Ich wusste auch gar nicht, dass es so Birthday Cake Schokolade gibt. Und wie du siehst, ich bin verfuttert und ich habe mich auch da sehr drüber gefreut. Genauso habe ich mich natürlich über diese Lindt-Sachen gefreut. Und ich muss gestehen, auch da war ich halt leider schon dran und habe hier einmal Blaubeermuffin schon weggefuttert, ganz alleine, ohne Schatzi. Der hat das nicht gekriegt, aber Schatzi hat schon einen Käfer verputzt, Schatzi hat schon zwei Lindors verputzt und ich habe ein Lindor verputzt. Und dafür tausend Dank. Dann habe ich noch einen Lippenstift entdeckt und zwar diesen da von Maybelline, Superstay Ink Crayon und ich muss dir sagen, ich liebe ihn. Ich habe ihn extra jetzt schon drauf, weil ich hatte kurz pausiert, um mir den Lippenstift drauf zu machen, um euch das Ergebnis zu zeigen. Und ja, davor fehlt halt das Ganze und deswegen muss ich das jetzt irgendwie, ich hoffe, ihr versteht das, dass ich trotzdem dieses Video einfach online stellen will, weil wenn ihr weiter guckt, wie gesagt, da ist so viel Herz drin und ich habe mich so sehr darüber gefreut und habe ich schon erwähnt, dass der einfach nach Vanille duftet und ich ihn liebe. Und ja, also verzeiht mir bitte, dass es jetzt ein bisschen chaotisch geworden ist und ich würde sagen, die vergangene Katrin übernimmt jetzt wieder und
euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Und ich liebe diese Farbe. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare. Also zu 100% Schätzelein meinen Geschmack getroffen. Und der ließ sich so toll auftragen. Und auch mit dieser Spitze ist richtig gut. Richtig begeistert. Und der riecht einfach nach Vanille. Also der riecht so lecker. Ich glaube, das wird ein neuer Liebling von mir. Da hast du mich jetzt hier richtig happy mitgemacht. Und der fühlt sich so toll an. Also ich glaube, die Farbe passt auch perfekt heute. Als hätte ich es geahnt, dass du mir so eine Farbe... Okay, die Fingernägel mal bitte nicht warten. Aber wie schön der ist. Alles hier drin bis jetzt. Mega schön, Schätzelein. So, das nächste. Da ist noch so viel drin, Leute. Und was ist das? Ah, Margret. Ach, na. Das ist doch noch so eine kleine Wunderkerze. Von Margret für Katrin. In einer sternklaren Nacht wünsch dir was und entzünde eine Wunderkerze. Beobachte das Funkeln. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wie schön ist das denn bitte? Time to sparkle. Oh mein Gott, ist der schön. Also das ist so eine kleine Wunderkerze, aber ich mag so Sprüche und so Sachen, die einfach so ein bisschen spezieller sind. Und auch darüber freue ich mich so sehr. Ach, dass jemand so lieb an einen denkt überhaupt, freut mich schon immer. Und wirklich dann so richtig... Man merkt einfach diese Liebe da drin und wie liebevoll das ausgesucht ist. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in Tränchen überlaufe. So, Mann. Einmal wieder so ein wunderschönes Clipsy. Ich liebe diese Clipsys, die sind toll. So, was haben wir denn hier? Ach du lieber Herr. Margret, was hast du denn hier reingepackt? Tommy, bitte einmal schimpfen. Und überall diese kleinen Luftballons in den Tütchen. So süß. Das ist aber der Herr. Leute. Gleich. So süße Maus. Eine Handvoll Sternenglitzer hat sie mir reingepackt. So ein Badesalz. Mensch, ey. Funkelnde Badeperlen. Pflaume, Sandelholz und Zimt. Mit Badeliposomen. Oh, man riecht leider nichts durch. Von Titi Sepp. Oh, du bist ein Schatz. Also wenn ihr in nächster Zeit irgendwelche Badesachen in den Kreis sind, ist das alles von der Margret hier. Dann hat sie mir nämlich hier noch reingepackt. Zeit zu feiern. Auch von Kneipp Badekristalle. Und das ist mit Brombeere und schwarze Johannisbeere. Hört sich auch mega spannend an, ne? Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, weil ich früher lange Zeit keine Badewanne hatte, was es eigentlich alles für tolle Badezusätze gibt. Und so süß, extra so Zeit zu feiern. Das ist ja auch geil. Limited Edition oder, oh, da komme ich ja in Sommerstimmung hier. Da kann das von mir aus da draußen regnen, wie es will. Oh, Kurzurlaub von Kneipp mit Kokosmilch und Manoiöl. Oh, das könnte richtig was für mich sein. Mit cremigem Schaum. Ich werde berichten, ob der Schaum wirklich cremig war. Aber der Duft ist wahrscheinlich wahnsinnig toll, weil das ist natürlich... Ja, steht hinten drauf wieder nicht zum Verzehr. Das ist für keine kleine Katrins gemacht. Ich war ja auch der Meinung, ich müsste Masken ablecken und so. Also, sehr cool. Freue ich mich auch riesig. Und hier haben wir eine Duftprobe zum Riechen irgendwo. Ich schnupper schon mal. Denn wir haben Mango und Kokos, auch Badekristalle, auch Limited Edition. Ich sag doch, ich verpasse alles in der Welt. Aus dem Rossmann von Isana. Oh, das duftet aber lecker. Schätzelein. Oh, die haben so kleine Pünktchen immer da drin, dass man schnuppern kann. Oh, das riecht auch so frisch und lecker und... Gott sei Dank hast du mir Futter reingebracht. Spätestens nach den Gerüchen, der bei mir rum, dann will ich hier Futter haben. Oh Schatz, du bist so süß und dann gleich vier Sachen, ne? Also Wahnsinn. Wahnsinn. Da ist noch ein, da ist schon wieder was unten drunter. Ich hole hier ein Päckchen raus und dann entdecke ich das nächste. Margret, guck mal hier, da sind so kleine Wäscheklammern dran. Die sind ja auch richtig süß.
Die ist einmal mit Herzchen hier voll schön auf. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was, nein, ich sehe eine Kokosnuss, oder? Oh, was ist das denn? Wir haben hier eine Haarmaske, glaube ich. Ist das richtig? Mit einem kleinen Bär. Bärfruits. Moisture Hydration. Haarmaske und eine Kappe, die ihr dann drüber ziehen könnt. Wo hast du das denn her? Mensch. Ach, wie schön. Okay, Haare waschen. Maske drauf. Ein kleiner Bär mit einem Kopf, der lacht mich kaputt. Muss ich mal gerade Deutsch suchen. Wasche deine Haar und benutze deine Tatzen, um die Haarmaske von den Längen bis in die Spitzen zu verteilen. Setz die Haube auf und halte 30 Minuten Winterschlaf, wie süß das auch geschrieben ist, oder? Und dann kommt im Fluss auswaschen oder in der Dusche und erobere die Welt danach. Also wie diese Verpackung ja alleine. Ne? Das sind wieder so Dinger, wisst ihr Leute, die liegen mir dann so am Herzen. Ich will die gar nicht benutzen. Also das ist ganz schlimm bei mir, weil das halt von euch kommt oder ne, von so jemand lieben kommt. Und dann ist das immer so eine Herzenssache. Und dann muss ich das natürlich irgendwann benutzen, weil es ist ja nicht da, um nur rumliegen zu haben. Aber ey, da ist ja ein Knallerteil, habe ich noch nirgends gesehen. Auch wieder so ein richtig cooles Teil. Und auch dafür tausend Dank einfach, ne? So. Finger hier drin, weil ich sterbe. Das hier wird meine Sommerdeko, sag ich dir. Das ist so cool, das Zeug. Ha, sie findet immer so. Ach, Leute. Ich bin so gerührt, gell. Mein ganzer Tisch liegt hier schon wieder voll. Als nächstes haben wir hier noch. Was? Ach, das sind noch Magneten, sehe ich gerade. Oh, ich bin hier ganz fasziniert. Du darfst mir sowas nicht mehr dabei packen. Da bin ich schon immer ganz aus dem Häuschen. Sonnenschein steht da drauf. Und ich glaube, das sind sogar Kühlschrankmagnete. Also ich werde die an den Kühlschrank machen, wenn das hält, um so Notizen und so dran zu machen. Das, allein die Sachen sind ja dann schon die Geschenke, ne? Also echt wahnsinnig cool. Und wir kommen zum Paket. Das ist wie so Ablenkung. So Glitzer und tralala und dann... Ach Leute, was haben wir denn hier? Wie cool ist das denn? Guckt mal, ein so ein Badeding. Ach, Handmassagebürste. What? Ach, ist die cool. Die ist für unter der Dusche, oder? Und dann extra hier so einen kleinen Schmetterling auch draufgeklebt. So süß. Die Handmassagebürste aus Bambusholz. Das Stamm eignet sich mit ihrer... Wildschweinborsten sind da dran und Massagenoppen für perfekte Peeling. Klein Peeling, ne? Ah, und Massage halt. Also dann habt ihr so Peeling und Massage. Ach, du bist ja genial. Sowas habe ich auch noch nie. Habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt. Und ich bin ja immer so, wir zwei und unsere Asam-Peelings. Und wir haben ja echt, da hat sie mich, jedes Mal habe ich einen Ohrwurm, ne, im Kopf. Du weißt genau, welchen ich meine. Und auch dafür tausend Dank, so richtig coole Sachen. Mensch, was ist das hier wieder? Leute, ich bin, hier auch die. Dann, was bist du denn? Okay, ich muss erst das, weil das sehe ich schon. Und das ist ein, oh mein Gott, eine feste Duschpflege. Ah, von Foamy diese Dinger, ne? Die sind doch hier diese... komm raus da. Stoppe kurz das Geknistere. So. Und hier werden nicht... Oh Gott, riecht das. Oh mein Gott, das riecht so gut. Hier werden nicht nur die Beine weich. Reinigt und spendet Feuchtigkeit. Okay, das ist so ein Dusch. Wie heißt denn hier? Mann, Duschgel in fester Form. So. Und das riecht so gut.
Oh mein Gott, das ist nämlich hier auch mit Kokos- und Kakaobutter. Ey, wahnsinnige. Und dann habt ihr die hier an so einem Bändchen. Und oh, da bin ich ja gespannt drauf. Habe ich auch noch nie getestet. Also du bringst mich hier in neue Welten. Oh, und das riecht so, so lecker. Oh, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird gleich in die Dusche wandern. Und im Aufgebraucht werdet ihr dann nur noch ein Schnürchen sehen. Weil ich war ja auch von dieser einen Seife vom Action so begeistert. Und oh, dieser Duft alleine bin ich schon komplett dabei. Bin ich sehr gespannt drauf. Richtig gespannt auf alles, was du mir hier reingepackt hast. Den Lippenstift übrigens, ich glaube, der ist ja fast kussecht. Und der fühlt sich echt genial gut an. Also, holla, die Waldfee, was ein Paketchen hier. Und jetzt kommt hier noch ein Päckchen mit so einem süßen Anhänger auch dabei, ne? So ein kleinen Schmetterling von ganzem Herzen ist der Anhänger da. Mensch, ey, alles, alles hier. Nicht nur das, ist das ganze Paket ist von ganzem Herzen. Und, ach, nee, ne? Ich raste aus, ich raste aus. Nee, ne? Ach, du bist ein echt... Geh kaputt, ne? Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer ohne Ende. Ist das hübsch. Ich bin schon wieder in meiner kleinen Glitzerwelt. Es tut mir leid. Da hat sie ein Schlüsselband mit die Beste. Einfach, nein, du bist die Beste. Echt. Wie schön das ist. Das mache ich mir auf jeden Fall an mein Schlüsselbändchen dran. Und ich mag sowas voll gerne. Weil ich immer, ich brauche immer, ich verschlampe, kleiner Schwank noch zwischendurch. Ich verschlamp ja alles. Also ich verlege meine Schlüssel, ich verlege mein Handy. Das ist immer sehr schön, wenn ich mein Handy am Suchen bin, weil das lautlos ist. Und dann mein Handy am Suchen. Und also ich brauche sowas am besten immer, damit ich meinen Schlüssel dann da dran habe und dass der ein bisschen größer ist, damit ich den auch in meiner Handtasche wiederfinde. Also dann in Glitzer ist, ey, Wahnsinn. Und wirklich, Leute, ich bin hier voll mit den Sachen, ne? Ich habe hier alles so schön um mich rum irgendwo hingestellt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Margret, wirklich, das ist ein riesen, riesen Knallerpaket wieder. Und wenigstens konnte ich jetzt mal ein YouTube-Video machen, weil das ist sonst immer... Ich habe das letzte Osterpaket auf Instagram nur gezeigt gehabt und das war so schön. Und ich hätte so gerne... Ich habe mich später geärgert, dass ich es nicht doch bei YouTube ausgepackt habe. Aber ein paar Sachen werden noch nachgeholt und wirklich, ich muss mich ja dann immer ein bisschen kürzer fassen und ihr merkt das, weil ich will dann immer ganz viel auch dazu sagen, weil ich dann einfach auch so gerührt bin und ich weiß das wirklich so, so zu schätzen. Ob das jetzt ein bisschen Schokolade ist, ob das eine Karte ist, ein Kommentar von dir, mein Schätzelein. Und nein, ich bin mega happy. Und das sind so, so schöne und tolle Sachen dabei, die ich mit Freude testen und berichten werde. Und du bist ja auch bestimmt neugierig, wie die Sachen sind. Wie gesagt, der Lippenstift ist schon mal bombenmäßig und... Tausend, tausend, tausend Dank einfach dafür und euch allen, die hier mit dabei wart, verzeiht mir, wenn ich dann immer so ein bisschen rührselig werde, aber wirklich, ich freue mich da riesig drüber und ich finde auch, das gehört gezeigt, wenn sich jemand so eine Mühe macht und ja, ich wünsche euch jetzt allen von Herzen einen schönen Tag, Abend, Nacht, Vormittag, Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht und Margret, ich schreibe dir jetzt. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr alle. Macht's gut. Tschüssi.